40 verschiedene Modelle im Leistungsbereich zwischen 150 und 620 PS. Kaum ein anderer Hersteller bietet ein breiteres Sortiment an Großtraktoren als John Deere. Im Rahmen eines exklusiven Lagerhaus-Kunden-Events am Stadtgut Laxenburg konnten wir die aktuellen Zugmaschinen der Baureihen 6R, 7R und 8R im praktischen Einsatz unter die Lupe nehmen. Den Einstieg in die Welt der John Deere Großtraktoren markiert der 6R. Mit verschiedenen Rahmengrößen, Motor- und Getriebevarianten eine der vielseitigsten Baureihen des Herstellers, wie uns Produktspezialist Andreas Jaksch verraten hat. Wir sehen im Hintergrund 6250R, das ist der größte Mannheim gebaute Traktor, hat einen Radstand von 2,90 Meter, er hat einen 6,8 Liter Motor, hat eine Nennleistung von 250 PS. Wenn man jetzt in die schwere Bodenbearbeitung geht, leistet der eine Maximalleistung von 275 PS. Hat immer ein Stufenlosgetriebe und das lässt sich entweder über Command-Arm oder über das neue Fahrstrategie Command Pro bedienen. Die 6R-Baureihe hat natürlich auch mehr Modelle. Es beginnt mit dem 6110R, geht bis 6130R. Das sind die typischen Vierzylinder-Modelle. Die haben einen Radstand von ca. 2580. Speziell der 6130R ist eine sehr beliebte Maschine in Österreich. Und dann wird der Rahmen schon größer mit 6135R, 6145R, 6155R. Und dann haben wir den großen Rahmen mit 6175R bis 6215R. Und wie gesagt, der extra große Rahmen ist dann 6230, 6250. Zunächst wurden alle Traktoren vor den neugierigen Augen der Zuschauer besprochen. Mit verschiedenen Anbaugeräten von Köckerling und Pöttinger konnten sie dann ihre Kraft eindrucksvoll unter Beweis stellen. Komplett überarbeitet wurden die Traktoren der Baureihe 7R. Es gibt eine neue Kabine und ein neues Topmodell, den 7R 350 mit einem spritzigen Leistungsgewicht von nur 29 Kilogramm pro PS. Wir haben 7R, neue Generation 2. 7R 250 ist das kleinste, wir haben da 6 Modelle und das Topmodell ist dann 7R 350. Das heißt, er hat dann 350 PS Motor Nennleistung, den gibt es als Schalter, als stufenloser und das große Highlight mit einer neuen, noch komfortableren Kabine mit der Command Pro Bedienung, was den Traktor natürlich universell einsetzbar macht. Mit Command Pro ist es sehr angenehm zu fahren. Ich kann jederzeit von Fahrpedal auf Fahrhebelmodus wechseln und bei komplexeren Geräten habe ich die Möglichkeit, auf Command Pro mit 11 frei programmierbaren Tasten die Funktionen zu definieren. Die neue Kabine der 7R- und 8R-Traktoren bietet mehr Platz, neue Funktionen und vor allem mehr Komfort. Wir sitzen nun in der neuen 7R 8R Kabine, noch mehr Komfort, noch mehr Bequemlichkeit, 25 Grad nach links schwenkbar, der Sitz ist dann 40 Grad nach rechts schwenkbar, das heißt, ich habe da wirklich eine optimale Sitzposition, unterstützt werden die durch die neuen Fußrasten, mit dem eben ein langer Arbeitstag sicher bequem machbar ist. Neu ist die Lenksäule. Wir haben jetzt mit einem Hebel können wir teleskopieren und die Neigung verstellen und dann wieder zurück in die Transportstellung oder in die Fahrstellung zu gehen. Das ist eine sehr einfache Möglichkeit. Wir haben auch hier die Klimaanlage noch hinter den Sitz verbaut. Wir haben also in der Kabine mehr Kopffreiheit und ein Spezialradio mit Touchscreen-Funktion. Und auch Apple CarPlay ist möglich. Ich kann auch auf diesen Radio eine Videokamera anschließen. Die Command-Armlehne ist bekannt, Command Pro. Bedienterminal ist ein 10 Zoll Touchscreen Monitor, den was ich jederzeit auch mit einem Zusatzmonitor eben koppeln kann und kann mir hier eben die Anzeige dann entsprechend hin und her schalten. Eine sehr leise Kabine und natürlich das Beste zum Schluss. Der Ledersitz ist belüftet, beheizbar und er bietet dem Fahrer auch eine Massagefunktion. Somit, glaube ich, fehlt dem Fahrer nichts, außer bei heißen Tagen gibt es einen echten 11 Liter großen Kühlschrank, der was eben auch für kühle Getränke sorgt. John Deere gilt seit jeher als Pionier der Präzisionslandwirtschaft. Das satellitengestützte Autotrack-Lenksystem wurde weiter verbessert. Der Starfire-Empfänger sitzt jetzt geschützt im Kabinendach.
Dank digitaler Vernetzung über JD-Link lässt sich der Traktor auf Wunsch des Kunden aus der Ferne überwachen, um Ausfälle zu verhindern. Über Remote Display Access kann sich der Vertriebsmitarbeiter direkt auf eine Maschine einloggen, um falsche Einstellungen oder Bedienungsfehler zu identifizieren. Gibt der Kunde auch seine Einwilligung für Expert Alerts, können potenzielle Schäden vorhergesagt und die Wahrscheinlichkeit einer kostspieligen Reparatur gesenkt werden. Alle Einsatzdaten werden automatisch dokumentiert und stehen sofort zur Auswertung bereit. Die Dokumentation hilft dem Landwirt, um einfach im Nachhinein die Aufzeichnungen einfacher durchführen zu können und speziell die Aufzeichnungen richtig und in Echtzeit zu haben. Das heißt, wenn ich als Fahrer daheim ankomme, sind meine Aufzeichnungen bereits erledigt. Das obere Ende der John Deere Standard-Traktoren markiert die Baureihe 8R. Sie umfasst 5 Typen mit Motornennleistungen von 280 bis 410 PS. Wie beim 7R kann der Kunde hier modellabhängig zwischen dem E23 Powershift-Getriebe mit besonders hohem Wirkungsgrad und dem komfortablen Stufenlosgetriebe AutoPower wählen. Zusätzlich zur Radmaschine gibt es diese Traktoren in der neuen Ausführung 8RX mit 4 Raupenlaufwerken. Im letzten Tageslicht konnten wir zusammen mit Andreas Jaksch ein paar Runden mit diesem Traktionsmonster drehen. Ja, Andi, wir sitzen da auf dem neuen 8RX. Du gibst mir eine Fahrstunde, danke dafür. Ja, sag ein bisschen was zu dem Traktor. Grenzt es ein bisschen ab, was kann der Traktor? Ja, der Traktor ist eigentlich jetzt ein neues Konzept von John Deere. Wir haben vorne kleine Raupen, hinten große Raupen. Wir haben hier eine relativ große Aufstandsfläche von ca. 4,6 Quadratmeter. Und das führt dazu, dass eben der Traktor hat ungefähr 19 Tonnen. Das heißt, wir haben ungefähr einen Bodendruck von 0,44 Kilo pro Quadratzentimeter. Er ist bodenschonend und durch die große Aufstandsfläche haben wir natürlich auch eine gute Zugkraft. Das beschreibt dieses Konzept. Und das Schöne ist auch, er ist sehr wendig und am Vorgewende, wenn man umkehrt, dann macht er wenig Bodenaufwerfungen. Ja, du hast gesagt, dass der wendiger ist als die Radmaschine. Ja, genau. Woher kommt das? Naja, es kommt davon, dass wir eben eine schöne breite Spur fahren und natürlich hier mit den Raupenbändern noch mehr Lenkeinschlag generieren können als wie mit Rädern. Die werden da ein bisschen größer und dadurch bin ich auch um einen Meter im Wenderadius besser. Der Fahrkomfort am Acker ist jetzt relativ gut. Sind diese Bänder gefedert oder wie ist der Komfort im Vergleich zu einer Radmaschine? Hat man da Einbußen mit den Raupen? Na, wichtig ist einmal zu wissen, auf dem 8RX haben wir die Möglichkeit, eben, dass bei den hinteren Raupenbändern sind die 3 mittleren Rollen auf Gummiblöcke gelagert, dass man eben die Stöße schön abfedern kann. Zusätzlich hat der Traktor noch eine 4-Punkt-Federung, mechanisch. Unter der Kabine ist eben 4 große Stoßdämpfer montiert und mit Bernhardt-Stäben, mit so Lenkstäben, eben so ausdistanziert bzw. abgesteckt, dass man eben keine Nick- und Wankbewegungen hat, sondern einen sehr guten Federungskomfort von ca. 10 cm. Das schluckt die Kabinenfederung. Natürlich dann auch der gut luftgefederte Sitz und wie du siehst, hat ja der sogar eine Belüftung, Heizung und natürlich das Beste natürlich die Massagefunktion und das ist natürlich für jeden Fahrer eine Wohltat, wenn der länger fährt, dass er eben da einen entsprechenden Komfort hat. Ich habe es gerade einmal aktiviert, ja. Andi, habe ich jetzt bei diesen Raupen irgendwelche Einschränkungen im Vergleich zur Radmaschine? Oder worauf muss ich achten? Die haben ja wahrscheinlich einen höheren Verschleiß. Ja, sicher. Erstens einmal muss man wissen, beim 8RX ist die Betriebsgeschwindigkeit eben 40 km/h. Das heißt, es ist jetzt natürlich nicht der ultimative Transporttraktor. Ja. Er ist eigentlich gebaut, um eben bodenschonend Bodenbearbeitung durchzuführen oder auch in der Seetechnik. Ich kann natürlich auch auf der Straße problemlos fahren, weil ja die Außenbreite eben unter 3 Meter ist und das ist ja im Prinzip auch ein EU-genehmigtes Fahrzeug. Und die Raupen sind fix drauf, ich kann nicht zurück auf Räder. Genau, der 8RX ist auch ein spezial gebautes Traktor, er hat eine neue Hinterachse bekommen oder andere Endantriebe bekommen oder anderes Zwischengetriebegehäuse bekommen. Also er ist im Prinzip komplett neu designt für diese Raupen und der Rückbau auf Räder ist natürlich nicht möglich. Wir ziehen da im Heck eine Kurzscheibenecke von Pöttinger. Genau. Ich glaube 8 Meter Arbeitsbreite, oder? Passt das am Traktor, oder? Ja, das passt. Natürlich kann ich auch mit 10 Meter fahren.
Wir haben einen 370 PS Traktor und mit den Raupen hat man natürlich auch eine gute Zugkraftübertragung und da kann man schon was anhängen. Der fährt jetzt mit 1500 Motorumdrehungen, also das ist ja damit ausgelastet. Genau, wir fahren 13 Stundenkilometer Siege, 1500 Motorumdrehungen. Wir haben auch da eine Anzeige von der Motorauslastung. Also wir sehen, dass der schön im Teillastbereich fährt und somit da sehr spritsparend unterwegs ist. Ja. Natürlich kann ich jetzt die Geschwindigkeit noch erhöhen, würde er schneller fahren, aber man muss ja auch Rücksicht nehmen auf die Bodenwartungsgeräte. Ja, das ist jetzt fürs Gerät optimal und der Traktor ist eigentlich vom Spritverbrauch in dem Bereich auch gut unterwegs, genau. Oder? Wir haben auch die Drehzahl begrenzt, bei mehr als 1800 Umdrehungen braucht man da auch nicht. Somit sind wir da wirklich sehr sparsam und komfortabel unterwegs, weil eine geringere Motordrehzahl heißt auch für den Fahrer weniger Lärmbelästigung. Nein, er läuft schon ruhig und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass er sich quält, gell? Nein, die sieht man schön da am Motoranzeiger. Und da die 9 Liter Hubraum, also ihr seid ja bei John Deere immer mit viel Hubraum unterwegs, schon traditionell, oder? Genau, das ist der 9 Liter Hubraummotor, ist eben speziell eben für den 8R Design. Natürlich findet man den auch beim 7R Traktor und der gibt halt so richtig Kraft. Er macht halt Freude, wenn man was ziehen will. Und der gibt nicht nach. Ja gut, ist in Österreich für sowas am Markt oder erwartet euch da was? Es gibt schon Interessenten und ja, die Kunden fragen natürlich nach diesem Konzept. Speziell in den Ackerbauregionen wird dieser Traktor natürlich auch seine Bedeutung finden. Wichtig ist wirklich einmal die Konzeptfrage zu klären. Wie setzt ihr den Traktor ein, was sind seine Aufgaben? Und wie gesagt, der universellste bleibt natürlich der Radschlepper. Und wenn einer wirklich den Traktor für seine Bodenbearbeitung, Seetechnik braucht, dann hat er natürlich mit dem 8RX eine Möglichkeit, um eben das ganz gut zu machen. Perfekt. Andi, danke für die Einblicke, danke für die Probefahrt und viel Erfolg mit dem 8RX. Danke. Liebe Zuschauer, was haltet ihr von John Deere 8RX? Machen die Raupen Sinn oder würdet ihr die Radmaschine bevorzugen? Schreibt eure Meinung unten in die Kommentare und lasst ein Like da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Weitere Informationen zu den John Deere Großtraktoren findet ihr vor Ort bei eurem Lagerhaus oder online unter lagerhaus.at. Wir sind natürlich weiterhin für euch mit der Kamera unterwegs, immer auf der Suche nach spannenden Themen und interessanten Maschinen. Abonniert diesen YouTube-Kanal, wenn ihr kein neues Video mehr verpassen wollt.